Sandhausen in Weiß seit August im eigenen Stadion. Ohne Dreier, Duisburg noch komplett ohne Auswärtssieg in der ganzen Saison. Die Männer in Weiß beweisen gleich mal ein feines Füßchen. Sechste Minute und er geht an die Latte. Mühling mit dem Rücken zum Tor und der macht den Ball gleich nochmal scharf und sorgt für das erste Hallowach in diesem Spiel. Sandhausen in der Anfangsphase handlungsschnell und direkt im Umschaltspiel. Nächster Aufschlag im wahrsten Sinne des Wortes. Zwei Duisburger am Boden, Spiel läuft aber weiter. Das ist Burcu. Und der setzt Weig in Szene und das ist eine gute halbe Chance. Doch vorher hat es gescheppert, wir schauen nochmal drauf. Denn das hat wehgetan. Stierlin und Bitter rauschen da zusammen. Bitter kann danach nicht weitermachen. Für ihn kommt Fleckstein. 20. Minute. Henning zieht einen Sprint an und da geht auch nichts mehr. Auch er muss raus. Für ihn kommt L10. Richtig was los hier heute am Hartwald. In der Anfangsphase. Dann mal der MSV. Abschlag Müller und der wird lang und länger und eröffnet Kölle. Die erste Chance für Duisburg. Dauerbrenner Geschwill blockt der Mann, der in dieser Saison bei Sandhausen noch keine einzige Drittligaminute verpasst hat. Sandhausen ist in der ersten halben Stunde in der Partie tonangebend. Und dann bittet Burcu zum Tanz und setzt den Ball doch nur ans Außennetz. Schöne, mutige Einlage des 19-Jährigen. Sandhausen hat das Spiel jetzt komplett im Griff. Göttlicher Riesenchance Sandhausen. Keller pustet durch und das war eine Weltklasse-Parade von Müller, der für Duisburg die Null hält. Und es wird immer mehr zu einem Spiel auf ein Tor. Immer wieder Burcu, der heute eine starke Partie macht. Weig wieder auf Burcu. Kein Foul, sagt Schiri, Ball weg und das ist gut für den SSV, denn der ist drin. David Otto, 5. Saisontor. Der Mann, ja, der liefert. Weig tunnelt Fälscher Burcu mit gutem, aber regelkonformen Körpereinsatz und der nötigen Übersicht und Otto macht den ganz cool rein. Das Ganze mit Unterstützung eines Platzfehlers. Unhaltbar für Müller. Duisburg findet fast gar nicht statt heute. Bis zur 37. Minute jetzt vielleicht mal. Das ist der Kapitän. Das ist Sebastian May. May. Pfosten. Nachschuss Bledel. Rehnen mit Megaparade. Geht doch. Werden sich die Duisburger sagen. Rehnen hält die Null und Sandhausen damit auf Kurs. Und der SVS, der will sich jetzt auch mal Luft machen. L10, der Kampf für Hennings Müller. Sattes Ding und wieder gut gehalten. L10 dann auch gleich draußen bei der Ecke. Und dann ist der Ball plötzlich drin. Und die Weißen, sie jubeln. Aber es ist ein Eigentor. Der MSV-Kapitän Sebastian May ist der Unglückliche. Nichts zu halten für Müller. Sandhausen zwar glücklich, aber insgesamt geht die 2:0-Führung in Ordnung. Und so geht es dann auch in die Pause. Und er kann zufrieden sein, das Keller-Team performt. Durchgang 2. Der MSV hat den ersten Aufschlag. Und ist das ein Aufbruchssignal? Es ist Sebastian May mit einem Kopfball, aber der geht gut und gerne einen knappen Meter neben das Tor. Dann mal wieder Burcu. Mühling. Und der sieht Ehlich. Christoph Ehlich. Aber der ist kein Stürmer. Denn aus dieser Chance kann man durchaus mehr machen. Die anschließende Ecke. Geschwill schraubt sich hoch. Müller ohne Probleme. Auch da war mehr drin. Sandhausen lässt einiges liegen. Das ist die Zeit der Standards angebrochen. Jetzt mal Ecke Duisburg, sieht erstmal ungefährlich aus. Pledel aus dem Hintergrund abgeblockt. Aber Pledel, der will einen Elfmeter. L10 hat den Arm angelegt, alles in Ordnung.
Weiter geht's. Sandhausen hat die Partie jetzt wieder unter Kontrolle. L10 eben noch unter Handverdacht auf Markijewski. Nee, so nicht. Duisburg findet dann immer besser in den zweiten Durchgang rein und beginnt Druck aufzubauen. Sandhausen verteidigt in dieser Phase zu luftig und das bringt Räume für die Gäste und aus denen können Chancen entstehen. Fälscher! Die Partie, sie ist jetzt offen und die Sandhäuser Abwehr steht nicht sicher. Beim Kellerteam, ja, da ist plötzlich der Schlendrian drin, unnötige Fehlpässe. So setzt man sich selbst unter Druck an Hari. Und das ist die Chance zum Ausgleich. Es ist Nikolai Rehnen, der in dieser Phase sein Team in der Spur hält. Wieder Duisburg, wieder an Hari. Es wird immer knapper. 82 Minuten rum. Dann endlich mal wieder Sandhausen. Luft machen, sich mal befreien. Der eingewechselte L10. Nee. Zum Schluss ist es nichts mehr für Fußballfeinschmecker. Egal. Sandhausen gewinnt mit 2:0. Manchmal ist auch egal wie. Ich glaube, wichtig war, dass wir von Anfang an in den Zweikämpfen da waren. Ich glaube, weil es heute kein Fußballleckerbissen. Aber ist manchmal auch scheißegal. Es sind 3 Punkte für uns. Wir haben es 0 gespielt. Nehmen wir so mit. Sandhausen seit einiger Zeit unbesiegt in der Liga. Ist die Stimmung in der Mannschaft gerade dementsprechend gut? Ja, aber man darf auch nicht vergessen, wir haben auch 2 Unentschieden. Seit ich jetzt da bin, haben wir 2 Siege, 2 Unentschieden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir alles gewonnen haben. Und wenn wir unsere Ziele verfolgen und wollen oben dabei bleiben, dürfen wir den Abstand nicht zu groß werden lassen. Und das sind 3 Punkte unheimlich wichtig. Der SV Sandhausen feiert heute gleich 2 Dinge. Den ersten Heimsieg unter Jens Keller und die Null. Die steht auch wieder. Und so kann es weitergehen.